Michel Abdullahi ist bei mir, NDR-Moderator. Moin, Michel. Was steht an in diesem Jahr bei dir? Welche Projekte? Man sagt ja, man darf nicht drüber reden, aber das ist Quatsch, da darf man drüber reden. Dann müsstest du mich umbringen, wenn du also, sagst. Also, ich habe das schöne alte Politbüro übernommen, es ins Zentralkomitee verwandelt, damit wir in Hamburg nicht weitere Kulturstätten verlieren. Und jetzt sind wir dabei, wieder die Menschen zu akquirieren. Wir haben es ja heute bei Lars Heiders Rede gehört. Die Kultur, da muss noch ein bisschen was passieren. Und wir haben auch schon Werbung gemacht für dein Zentralkomitee. Burkhard Klausner war nämlich hier. Abendblatt hat ganz, ganz schön immer Kultur unterstützt und das Haus sowieso. Aber ich finde es auch wichtig, wir sind gemeinnützig, weil wir das Haus erhalten wollten. Sonst wäre was reingekommen, ein Supermarkt. Und was wir auf dem Stein haben, glaube ich, schätzen, aber nicht noch mehr brauchen, sind weitere afghanische Supermärkte. Kannst du denn was über das Programm sagen? Was sind denn ein, zwei Highlights, jetzt, auf die du dich besonders freust? Also, wir haben ein neues Format entwickelt, das heißt Stand-Up-Komitee. Das ist immer jeden Dienstag. Nach dem Motto, wie wir das bei Kampf der Künste früher mit dem Poetry Slam auch gemacht haben, jeder, der sich auf einer Bühne ausprobieren möchte, kann gerne vorbeikommen und kann die Bühne nutzen, weil so war das ja auch immer in diesem Haus. Also für die Leute und mittlerweile, wir haben mit 20 Zuschauern begonnen und sind jetzt jeden Abend schon bei knapp 200. Das ist doch schon mal eine super Steigerung. Das ist eine gute Sache. Und wen hast du? Hast du weiter deine Gäste im U-Boot? Ich habe ja die Folge geliebt, als Kurt Krömer bei dir zum Beispiel reingekrabbelt ist und über seine Depressionen gesprochen hat. Läuft das weiter, die Serie? Also das passt sehr gut, weil Kurt war ja im Zentralkomitee unser erster Gast, der da war. Deswegen haben wir dann geguckt, wen wir noch ins U-Boot reinbekommen können. Kida Ramadan ist als nächster da. Ein ganz schönes Interview. Wir schneiden noch. Ich hoffe, dass das Ende Januar rauskommt. Minkai Fanti, mein großes Jugendidol von Viva, war da. Und jetzt bin ich an Mike Krüger dran.